Immer wichtig, um im Low- und Mid-Level Cash zu machen, ist es, mit der Stippe am Windenbach zu stehen und auf Laube oder auf Hasel zu angeln. Denn diese Fische wurden vor Monaten ein wenig geboostet. Wir kriegen also noch mal mehr Cash und noch mal mehr XP durch diese kleinen Fische. Zack, jawohl. Also, rausziehen hier den Hasel. Den wollen wir haben, am besten in diesem Format. Also über 100 Gramm am besten, denn da bringen die richtig gut XP und richtig gut Silber rein. Ich habe jetzt hier gerade schon ein bisschen getestet. Es gehen ein paar Lauben rein. Ich habe hier gerade erstmal mit Fliege angefangen. Es sind aber auch neben den Lauben eben hauptsächlich der Hasel ist hier und den nehmen wir natürlich gerne mit. Wenn der Hasel doch da ist, dann wechsle ich natürlich auch direkt auf einen günstigeren Köder. Von der teuren Fliege weg, ab auf Caster. Und dann schön hier, jawohl, mit dem 16er Haken. Dann geht es auch noch größer rein. Lauben nehmen wir natürlich auch alle gerne mit, gar kein Problem. Aber hauptsächlich wollen wir jetzt, wie gesagt, hier einen Caster haben. Also 16er Haken drauf. Wir gucken uns das Setup gleich nochmal an. Caster und ab geht es. Ich teste jetzt hier auch gerade nur mit einfachem Köder. Also nicht irgendwie mit Doppelköder oder solchen Späßchen. Sondern einfach nur ganz simpel. Zack. Auf ganz leichten und feinem Setup. Also ich bin auch noch super fein und leicht hier unterwegs. Also schauen wir uns gleich alles an im Detail. Letzten Endes von der Position her sollte das auch eigentlich recht bekannt sein von der Stelle. Wenn du neu bist hier im Game, auf jeden Fall diese Stelle hier merken. Absolut essentiell. Denn hier an der Stelle sind immer mal wieder die Lauben und die Hasel zu bekommen. Man muss natürlich auch immer aktiv sein, also immer wieder nachwerfen, zack, kurz hier auswerfen, dann wieder drunter treiben lassen. Ob man jetzt hier weiter vorne angelt oder ein bisschen weiter hinten, das muss man ausprobieren. Von der Tiefe kann man auch ein bisschen ausprobieren. Das heißt, wir gehen so von ungefähr 18 cm, oh, das war vielleicht ein Döbel oder so, mit dem Hebebiss. Also von ungefähr 18 cm bis runter auf ca. 35 oder auch so, ja, ich sag mal, vielleicht so maximal 50 cm Tiefe. So ganz tief würde ich gar nicht gehen, denn meist sind Hasel und Laube eher im oberen Bereich zu finden. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von den Temperaturen. Jetzt haben wir heute einen schönen sonnigen Tag und es funktioniert ganz gut, sowohl auf 18 cm als auch auf 35 cm. Da haben wir den nächsten. Na, was haben wir? Was zuppelt? Und jawohl. Und wieder gehakt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen tricky. Das muss man auch wirklich ein bisschen üben. Dieses Anhaken mit der Stippe. Wann zieht der Fisch richtig runter? Der zuppelt ja und täuscht immer so ein bisschen an. Aber wann haut er richtig ab? Dann eben, zack, linke Maustaste. Und dann mache ich meist eben auch direkt die rechte Maustaste so hinterher. Muss man aber, glaube ich, gar nicht. Einfach linke Maustaste im richtigen Moment. Zack. Genau, einfach linke Maustaste und dann ist er auch schon da. Wieder hier. Ah, ein 118er, richtig schön. Also, vom Setup her gerade super fein. Ich bin hier nur mit 0,08 mm Schnur. Das ist die Invisible Schnur, eine Monoschnur, die aber auch nur 1,5 Kilo trägt. Das heißt, wenn hier gleich ein dicker Döbel reingeht oder sowas, kann das durchaus passieren, dass er das gesamte Setup abreißt. Bisschen Risiko ist dabei, aber wir wollen ja auch ein bisschen Action haben. Deswegen nehmen wir das gerne mit. Riesenvorteil an diesem Setup ist, wir haben eine super dünne Schnur und man fängt eben hier mit so einer vorsichtigen, fast durchsichtigen Schnur, fängt man eben nochmal besser speziell den Hasel. Also wenn man hier vorsichtiger reingeht, dann klappt das ganz gut. Wenn man später mal wechselt hier vielleicht auf Bolognese-Setup, na, da geht da noch was? Na, nee, ich glaube nicht, ne? Doch, da ist was dran. Ja, da ist was dran. Die Schnur ist zwar schon am Ende, die Pose kippt schon um. Keine Bewegung und jetzt, jawohl. Jawohl, im letzten Moment doch noch bekommen. Lieber einfach ein bisschen nach hinten laufen. Zack, 130 Gramm Hasel. Sehr schön. So, dann immer auf 45% aufladen.
zack, 45% aufladen. Bei der Stippe ist immer ganz praktisch. Man wirft ein ganzes Stückchen raus. Man wirft aber nicht maximal raus, sondern hat dann immer noch so ein bisschen Schnur zur Bewegung und dann aber auch viel hin und her laufen und gucken, dass man eben Schnur gibt oder Schnur ein bisschen nimmt sozusagen. Die Schnur ist natürlich jetzt hier gerade kaum zu sehen. Aber eben dann gucken, dass man immer so ein bisschen noch hinterherläuft. Und wenn dann die Schnur irgendwann am Limit ist, dann jo, reinziehen und wieder auswerfen. Und dann wieder auf 45%. Zack. Und rein damit. Also, vom Setup her 16er Haken. Caster drauf. Dünne Schnur. Du hast am Anfang eine Telestick. Ganz simples Ding. Da kann man nochmal irgendwann später im Verlauf eine bessere Schnur für kaufen. Natürlich muss die unter der Tragfähigkeit der Rute sein, damit das Ding nicht abbricht. Oh, 125. Der hat ja sogar richtig Bock hier. Der Hase. Also, wir haben hier eine Tragfähigkeit von 2,2 Kilo auf der Rute. Und wir müssen die Schnur natürlich unter den 2,2 Kilo behalten, damit, falls dann ein dicker Döbel drauf geht, nicht die Rute bricht, sondern die Schnur abreißt. Das ist natürlich essentiell. Wir wollen hier natürlich keinen Bruch produzieren, sondern wenn, dann reißt halt mal ein Stückchen Schnur ab und der Haken ist weg. Das ist aber auch alles dann nicht so teuer. Dann im Verlauf des Ganzen, wenn du dann sagst, okay, Stippen macht dir schon Spaß oder Posenangeln allgemein macht dir Spaß, kann man auch irgendwann mal hier reingehen in die Bolognese-Route. Das Ganze wird alles auch erklärt in der Tutorial-Serie 2023. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aber immer noch absolut essentiell und aktuell. Von daher, wenn du neu bist im Game, reingucken, die komplette Tutorial-Serie durchballern. Das Game ist mega komplex und selbst nach tausenden Stunden wirst du immer noch Fragen haben, was das Game betrifft, was die Mechanik betrifft und so weiter. Eine gute Basis ist einfach schon wahnsinnig viel wert. Das sind nahezu 40 Videos, die du dir reinziehen kannst und dann hast du gerade mal das Basiswissen. Also das ist einfach so wahnsinnig viel im Game. Tja, und ich würde sagen, trotz allem ist das sehr, sehr gut investierte Zeit, die du dir ja, die du opferst oder dann vielleicht nebenbei beim Angeln einfach zuhören, laufen lassen, zulabern lassen, lass den Alten mal quatschen, aber nebenbei ein bisschen angeln und immer ein paar Infos mit aufschnappen, damit das einfach besser lübt hier mit dem Game. Ja, cashmäßig richtig gut. Ich ziehe jetzt hier auf jeden Fall noch weiter durch. Wichtig von der Uhrzeit her, wir haben nur die Tageszeit. Bedeutet also, wir fangen hier morgens an, so gegen 5, 6 Uhr ungefähr, dann geht das los, bis abends ungefähr 22, 23 Uhr und danach gehen wir dann auf Grund und zwar am besten mit Grundrouten, gehen wir dann einfach auf Grund, schmeißen hier einen Regenwurm rein, einen Mistwurm rein und dann gehen auch hier einige Brocken rein oder wir laufen dann einfach ein bisschen weiter. Das Ganze hier ist direkt, gucken wir mal eben, ist direkt hier vorne, hier ist das Café. Und wir stehen quasi direkt hinterm Café und können von hier aus direkt die ganze Area abfischen. Das Ganze funktioniert für die Laube, wenn man jetzt speziell die Laube haben will, auch immer sehr gut hier in diesem Bereich. Hier an diesem Seitenarm, also relativ nah in der Area. Aber auch hier oben, hier ist so ein Baum, der übers Wasser ragt. Und direkt an diesem Laubenbaum funktioniert das auch immer wieder ganz gut. Also es gibt so ein paar Stellen, wo man das immer sehr gut machen kann. Auch hier hinter der Insel, hier ist so ein kleiner Anleger. Auch hier kann man das immer mal wieder probieren in der Area mit dem Stippen. Und da wird man an für sich regelmäßig die Hasel und Lauben finden. Und mir fällt gerade noch einer ein, hier oben ist das. Auf 118, da liegt so ein Boot am Campingplatz und direkt daneben ist so ein bisschen Gras und da kann man quasi auch vorwerfen, da ist der Hasel auch immer wieder regelmäßig anzutreffen. Also für den Hasel tendenziell eher Caster verwenden, 16er Haken, es ist ein etwas größerer Fisch und für die Laube runtergehen auf einen 20er bzw. 18er Haken und dann mit der Fliege. Und für die Laube auf jeden Fall weiter oben rangehen, also eher so im Bereich von diesen 18 cm, das klappt da deutlich besser. Und für den Hasel ruhig ein bisschen tiefer reingehen. So, jetzt gucken wir gerade nochmal eben, ob die Dinger im Café sind hier, Hasel und Laube. Bisher muss ich sagen, für die 15 Minuten ist das schon gar nicht schlecht
und für das Quatschen und nebenbei die Bisse verhauen, hat das doch trotz allem noch so einigermaßen wenigstens geklappt. Komm, einen ziehen wir noch raus und dann gucken wir einfach mal, was das denn so an Silber bringt, wie viel Cash man damit macht. Und ja, ganz wichtig natürlich die Kaffeeaufträge. Welche Kaffeeaufträge kann man damit abschließen? Mir fällt gerade noch ein, andere Köder. Es gibt immer wieder Ausverkäufe, und das können wir auch mal eben als erstes gucken, Ausverkäufe im Shop. Und das bedeutet, wenn du hier bist und hast wenig Geld und dir fehlen dann die passenden Köder, wir gucken mal eben nach Custer. So, Custer, siehst du, da haben wir schon ausverkauft im kleinen Bereich. Was man natürlich gut machen kann, man geht zurück und kauft dann hier unter Naturköder, nochmal auf Naturköder klicken. Dieses Set hier lohnt sich, weil man, es ist also nochmal ein besserer Preis, weil man zum einen natürlich einen Custer hat, man hat aber auch Zuckmücke, kann man auch gut verwenden. Und mit der Stippe kann man ja an für sich auch eigentlich alles verwenden. Ne, dann geht halt aber auf der Zuckmücke zwischendurch mal vielleicht noch ein Barsch mit rein oder so. Aber das oder ein Rotauge, das ist ja auch nicht schlecht für Kaffeeaufträge. Und bei den Fliegen passiert das auch regelmäßig. Genau, hier sind sogar die mit 300 schon ausverkauft. Und 200 Silber mal eben im Anfang. Super schwierig. Aber es gibt ja bestimmt auch noch was anderes. Zum Beispiel die Bremse. Und keiner kauft die Bremse, aber die Bremse kann man genauso gut verwenden. Also einfach mal die Bremse nehmen und dann statt der Fliege mit der Bremse angeln und dann lüppt das auch. Dasselfliege übrigens eher nicht nehmen. Das Ding ist riesig groß, das ist ein ganz anderes Kaliber. Also das Teil lassen wir aus, aber Fliege als Ersatz dann wie gesagt die Bremse. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit und dann hat man eben für die gesuchten Fische auf jeden Fall einen guten Ersatz. So, kurzer Blick noch ins Café. Hier sind die Lauben mit drin. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr mit der Fliege gleich angeln, damit ich diesen Auftrag abschließen kann. Habe ich noch 40 Stunden mit Zeit. Das ist also kein Problem. Und Barsche kriege ich auch hin. Dann nehme ich dann die Zuckmückenlarve speziell für die Barsche. Das läuft ganz gut. Wenn ich den Frosch machen will, ihr seht, Frosch lohnt sich nicht wirklich. Ist zwar ganz süß, mal so einen Frosch zu angeln, aber Frosch lohnt sich silbermäßig absolut nicht, weil der hauptsächlich eher so als Ködertier noch verwendet wird. Kann man natürlich versuchen, aber wie gesagt, der Bringer ist es nicht. Sonst von den Kaffeeaufträgen für die Stippe ist hier jetzt eher ein bisschen weniger dabei. Das heißt also, wir gucken dann hier rein, sortieren mal eben nach Preis und das ist halt der Grund, warum der Fisch hier so sinnvoll ist, der Hasel, weil wir hier, ja, ich sag mal so zwischen 5 und 8, 9 Silber pro Hasel hier bekommen und bei den kleineren, selbst die kleineren sind noch richtig gut. Wenn man das vergleicht mit Giebel und Karauschen, machen Giebel und Karauschen deutlich weniger Silber. Klar fängt man die auch ganz easy, aber weder XP noch Silber sind ansatzweise so gut wie eben beim Hasel. 15 Minuten jetzt hier gemacht, 60 Silber schon zusammen. Machen wir das Ganze noch mal ein bisschen länger, also einen ganzen Tageszyklus, haben wir quasi schon ein komplettes Silber zusammen für unser erstes Grundsetup. Und das Grundsetup ist hier das Feeder-Set Start. Also, so und so ähnlich geht's vorwärts. So kommt man am schnellsten rein ins Cash und ins XP machen im Game. Wie gesagt, alles deutlich ausführlicher erklärt, Stück für Stück in der Tutorial-Serie 2023. Ich verlinke die auch nochmal unter dem Video. Reingucken, viel lernen und dann klappt das auch hier mit dem Game und dann wird man auch ratzfatz erfolgreich in Russian Fishing 4. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.